Korsett besorgen muss, bei sachgerechter Ausführung auf Balkonen von über 50 Grad im Wachstum als primär indiziert gelten. Das begründe ich wie folgt. Für die operative Behandlung der Skoliose existiert nach wie vor keine Evidenz. Das geht aus gewissen systematischen, umfassenden Reviews hervor. Eines der letzten von Ward und Westwick konkludierte: There is no medical necessity for surgery based on the current body of literature. Das wird auch bestätigt durch zwei aktuellere Cochrane-Reviews. Eins über die idiopathische Skoliose, noch nicht veröffentlicht. Das ist noch das, was Sie links sehen, die Vorabveröffentlichung, und rechts über die neuromuskuläre Skoliose. Nach operativer Behandlung muss langfristig wohlgemerkt mit einer hohen Komplikationsrate gerechnet werden, teilweise auch mit Reoperationsquoten. Und das bezieht sich jetzt auf ein moderneres Verfahren, Müller und Klug, das Cottrell-Debussy-Verfahren, von 48% innerhalb von 20 Jahren. Wir können also die Evidenz der Behandlungsmodule in der Skoliosebehandlung wie folgt zusammenfassen. Wir haben randomisierte kontrollierte Untersuchungen zum Korsett und auch zur Physiotherapie, nicht jedoch für die Skolioseoperation. Im Übrigen unbehandelte Patienten mit Skoliose, das muss berichtigt werden, bei der Arbeit von Weinstein handelt es sich um unbehandelte, nicht um konservativ behandelte Skoliosen, haben im Alter keine wesentlich größeren Probleme als Nicht-Skoliotiker ihrer Altersklasse. Little physical impairment other than back pain and cosmetic. Wir haben also eine randomisierte Studie zur Korsettversorgung, und die Indikationsleitlinien lassen sich nachlesen in der Skoliosis beispielsweise und auch bei unseren AWMF-Leitlinien in der Leitlinie Rehabilitationskonzept Wirbelsäulendeformitäten. Interessant ist, dass in der Studie von Weinstein und anderen eine Erfolgsquote von 70% angegeben wird, 72% genau zu sagen, während wir mit dem handgemachten bzw. gipsgemachten Chenot-Korsett in einer prospektiven Studie eine 80%ige Erfolgsquote hatten und heutzutage unter Berücksichtigung der SRS-Einschlusskriterien für die Korsettstudien kann man bei guter Korsettqualität mit einer Erfolgsquote von deutlich über 95% rechnen. Nun etwas mehr zur Praxis. Heutzutage wird immer noch die Skolioseversorgung nach Gipsabdruck hergestellt. Das hat den Nachteil, dass diese eben nicht standardisierbar ist. Das bedeutet, wir haben eine Vielzahl unterschiedlicher Korsettmodelle und entsprechend auch eine Vielzahl unterschiedlicher Ergebnisse. Und das sollten wir heutzutage unseren Skoliosepatienten eigentlich nicht mehr zumuten. Deswegen plädiere ich für die Anwendung des CAD-CAM-Verfahrens. Die CAD-CAM-Versorgung ist unter folgenden Voraussetzungen standardisierbar. Erstens beim Vorliegen einer optimalen korrigierenden und für den Patienten auch bequemen Datenbank. Zweitens beim Vorhalten eines Anpassungsprogrammes, welches nicht zu Verzerrungen führt. Das heißt also, das Korsettmodell muss stabil bleiben, egal wie groß es gebaut wird. Wir verwenden die augmentierte Lehnen-Tod-Klassifikation, das ist einfacher als das Lenkerverfahren. Und wir haben 7 unterschiedliche Korsettmodelle, von denen ich Ihnen hier ein paar näher bringen möchte. Ein wichtiger Punkt ist hier zum Beispiel eine thorakale Krümmung, dass man eine rechtsthorakale Verbiegung im Korsett dann linksthorakal einstellt. Das bedeutet, dass wir das Krümmungsmuster spiegeln. Das sieht man auch hier auf dem nächsten Dia für eine Kurzbauweise, ein schön balanciertes lumbales Korsett. Eine Spiegelung finden Sie auch hier. Thorakolumbale Versorgung. Die Hüfte steht ohne Korsett auf der rechten Seite hervor, im Korsett auf der linken Seite. Die doppelbogige Krümmung ist ebenfalls schön hyperkompensiert. Man sieht es hier oben nach links und unten nach rechts. Es gibt 2 Möglichkeiten, eine CAD-CAM-Versorgung herzustellen. Das erste wäre nach den Patientendaten und den Messergebnissen, was Sie hier so übersichtsweise sehen können. Wir benötigen dazu allerdings auch die Patientenbilder und auch die Röntgenbilder der Patienten. Die andere Möglichkeit ist die Herstellung nach Scan. Hierzu wird zunächst einmal der Scan skaliert. Wir müssen die Messebenen des Patienten mit den Messebenen des Korsettes in Übereinstimmung bringen. Und das Ganze wird dann zunächst mal kontrolliert.
Dann erfolgt das individuell ausgewählte Modell in die Szene und dann erfolgt die Größenanpassung. Auch hier wiederum zu sehen die Spiegelung des Gruppenmusters. Abschließend zur Qualitätskontrolle wird dann nochmal die Maßnahme überprüft, Abgleich der Größendaten des Korsetts mit den Patientendaten. Dann wird ein STL-File generiert, der über E-Mail zu einer Fräseinrichtung versandt werden kann. Dort wird dann ein Schaumpositiv gefräst, was dem Korsettmechaniker zur weiteren Verarbeitung zugesandt wird. Hier eine schöne Initialkorrektur bei einem solchen Korsett. Man sieht wieder, das Spiegeln des Krümmungsmusters ist essentiell. Hier eine in den USA hergestellte Orthese aus unserer Baureihe, auch eine schöne Rekompensation der Krümmung. Hier sind eine Reihe von doppelbogigen Verbiegungen zu sehen, auch mit den Entwicklungen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben. Und hier ein kurzfristiger Verlauf bis zu der zweiten Korsettversorgung. Diese Patientin ist nach 6 Monaten neu versorgt worden, schön rekompensiert und auch der Doppelbuckel ist deutlich verringert. Es folgt eine Serie von Patienten mit über 45 Grad zu Beginn der Behandlung und am Abschluss eben schön rekompensiert. Dieser Patient hatte 54 Grad zu Beginn und abschließend 33 Grad. Hat kosmetisch keine Probleme damit. Wir haben eine kompensierte Verbiegung. Nach Escher und Burton wissen wir, und das wird auch vom Weinstein bestätigt, dass eben kompensierte Krümmungen weniger progressionsgefährdend im Erwachsenenalter sind als dekompensierte. Sehr ungünstige Ausgangsbedingungen und schönes Endresultat bei einer initial sehr unreifen Patientin. Links dekompensiert, unreif, rechts kompensiert, reif. Ein weiteres Ergebnis, die Patienten waren alle ziemlich zufrieden nach Korsettabschulung. Auch hier die Rumpfdeformität deutlich verringert. Hier eine Patientin aus Neuseeland, die kam initial unreif mit 43 Grad, wurde vollständig korrigiert. Nach einem halben Jahr wurde eine Neuversorgung gemacht und da hatte die Patientin noch 23 Grad. Sie ist seitdem kaum noch gewachsen gewesen, die letzten 3 Jahre. Ich habe sie jetzt auch schon diesen Sommer wieder gesehen. Mit 20 Grad schön rekompensiert, keine Beschwerden und fühlt sich pudelwohl. Nur noch ein Langzeitergebnis. Es stimmt eben nicht, dass man auch keine langzeitigen Korrekturen erzielen kann. Hier sehen wir 2005 im Alter von 11 Jahren mit 38 Grad deutliche Rumpfdeformität gestartet. Das Zwischenresultat 2 Jahre später war 19 Grad. Und das war 5,6 Jahre nach Korsettabschulung, also sie hat nichts von ihrer Korrektur eingebüßt, 19 Grad. Abschließend noch ein schönes Ergebnis, die Patientin kam etwas spät mit 14 Jahren zu mir, ich habe sie also lieber mit 11 oder 12, wo noch der Hauptwachstumsschub im Gange ist, da sind die auch flexibler. Dennoch haben wir eine schöne Rekompensation dieser über 50-gradigen Krümmungen erzielt. Die Patientin ist also in der Lage, ihren Rücken auf dem Titelblatt dieses Journal zu zeigen, denn sie ist ein Hochzeitsmodel. Im Alter von 12 Jahren wurde diesem Patienten mit 40 Grad vom Korsett abgeraten. Das muss aus meiner Sicht als kunstfehlerhaft bezeichnet werden, angesichts der doch schönen Ergebnisse, die wir haben bei Krümmungen auch über 40 Grad. Ich bin gespannt auf die Diskussion. Herzlichen Dank zunächst mal für Ihren Vortrag. Ich denke, es wird für Diskussion zeugen. Ich bitte Sie, kommen Sie ans Mikrofon, wenn Sie Fragen haben.